Afghanistan 40 Jahre Krieg und kein bisschen Frieden. Nachdem die Steinzeitsoldaten der Taliban, die größte Militärmacht der Welt in Kabul, faktisch besiegt haben, stellen sich uns viele Fragen. Bleibt Afghanistan ein Einzelfall? Wie ist es mit unserer Freiheit? Angeblich wurde sie ja 20 Jahre am Hindukusch verteidigt. Und wer bedroht sie jetzt wirklich? Meine Gäste sind Mina Ahadi. Frau Ahadi studierte in Iran Medizin. Sie musste es abbrechen, das Studium, weil sie sich weigerte, ein Kopftuch zu tragen. Nach der Verhaftung und Hinrichtung ihres oppositionellen Ehemanns kämpfte sie 10 Jahre lang als Partisanin gegen die Islamische Republik, floh mit ihrer Familie vor Verfolgung nach Europa und ist jetzt Vorsitzende und Gründerin des Zentralrats der Ex-Muslime. Und ich glaube, darin steckt schon der Sprengstoff des Tages. Thomas Spahn ist Journalist bei vielen großen Blättern, jetzt TE-Autor mit dem Schwergewicht in dieser Außenpolitik und ist kritisch, was die Zukunft des Westens betrifft angesichts dieser Niederlage. Unser dritter Gast ist Gunnar Heinsen. Er hat 1993 an der Uni Bremen ein Institut, einen Lehrstuhl über die Zusammenhänge des Völkermordes gegründet und ist bekannt geworden durch eine Reihe wichtiger Bücher und Aufsätze, die immer wieder den Zusammenhang zwischen Bevölkerungsentwicklung und kriegerischen Geschehnissen beschreiben. In Afghanistan ist trotzdem des Krieges, hat sich die Bevölkerung in dieser Kriegszeit von rund 10 Millionen auf fast 40 Millionen erhöht, fast vervierfacht. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, was Sie schreiben, Professor Heinsen, dann sagen Sie, darin liegt eine der Ursachen des Krieges. Überzählige Söhne werden in die Schlacht geschickt. Sie ziehen in die Schlacht, weil sie sonst keine Berufe, keine Positionen in der Gesellschaft erlangen oder sie wandern aus. Ist das einer der Gründe für den Dauerkonflikt in Afghanistan und was bedeutet das für unsere Zukunft? Nun, Afghanistan hat heute außerhalb von Subsahara-Afrika den höchsten Kriegsindex. Etwas über 6, das heißt auf... Was ist der Kriegsindex? Auf 1000 alte Männer, 55 bis 59, die bald, wenn sie eine haben, eine Position freimachen, folgen bei einem Kriegsindex von 1, 1000 junge Männer von 15 bis 19, also die den Lebenskampf aufnehmen. Die Jungen nehmen die Jobs da. Ja. Deutschlands Kriegsindex liegt bei 0,65. Auf 1000 Alte kommen 650 Junge. In Afghanistan kommen auf 1000 Alte 6000 Junge. Also man müsste pro Generation die Jobs, die Positionen versechsfachen. Ja, und das gelingt in 80% der Nationen der Menschheit nicht, weil die nicht ohnehin nur hinten liegen, sondern obendrein weiter zurückfallen durch vorzeitige Deindustrialisierung. Das heißt, wenn die Staatsbudgets in Afghanistan, die im Wesentlichen aus Washington und Berlin bezahlt werden, entfallen, dann entfallen automatisch 50% aller interessanten Positionen. Und die da drauf sitzen, die versuchen jetzt rauszukommen und bei uns in irgendeiner Weise versorgt zu werden. Aber lassen Sie mich ein anderes Wort sagen. Der Prophet Joel hat diesen berühmten Spruch, Schwerter zu Pflugscharen geprägt. Und im Kriegsmanagement wird er abgewandelt. Es klingt hart, aber Sie verstehen es gleich. Kriege zu Bürgerkriegen. Was in Afghanistan passiert ist, ist ein Weltkrieg im Taschenformat. Die Amerikaner haben das gemerkt bei der Betrachtung der Gefangenen. Die kamen aus 42 Nationen und die jüngsten waren 15 Jahre alt. Auf der ISAF-Seite kämpften 40 Nationen. Zum Teil waren die deckungsgleich. Aber man hat einen Krieg jetzt nicht in 70 Nationen ausgetragen, sondern in einer einzigen Nation. Und das Ziel ist auch weiterhin, einen aus Afghanistan herausragenden Krieg zu verhindern, also Kriege zu Bürgerkriege zu wandeln. Wobei, darf ich da gleich mal einhaken? Herr Heinsohn, wenn Sie von einem Bürgerkrieg sprechen, frage ich mich in einem Land wie Afghanistan, wie ich da eigentlich überhaupt den Bürger definieren will. Wir haben da weder eine funktionsfähige staatliche Organisation gehabt,
noch haben wir ein Nation Building in irgendeiner Form, dass wir dort ein einheitliches afghanisches Volk hätten. Wir haben Stämme, die sich seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten gegenseitig mal bekriegen, mal verbünden, gegeneinander, miteinander. Und daran haben die letzten 40 Jahre unterm Strich nichts geändert. Im Moment sind die Taliban mit Unterstützung des pakistanischen Geheimdienstes relativ stark. Wenn die die Macht alleine haben, hängt dann auch wieder vom Westen ab, schneiden wir die Geldmittel ab, gibt sofort den nächsten Konflikt, weil die Leute hungern. Und dann die Taliban dafür verantwortlich machen. Das heißt, es hängt an uns, ob die überhaupt eine dauerhafte Chance haben. Und selbst wenn wir es tun, werden die sich untereinander um die wenigen Posten, die Sie beschrieben haben, anfangen, in die Wolle zu kriegen. Das heißt, entweder sie laufen raus und versuchen, zu uns zu kommen, oder sie schlachten sich, um es ganz brutal zu sagen, gegenseitig ab. Darf ich auch etwas? Ja, natürlich, Frau Ja. Sie. Also 2001, es gab eine Bonn-Konferenz. Und Joschka Fischer hat dort auch teilgenommen. Und es gab damals, also vorher war Taliban in Afghanistan und alle haben gesehen, Sie haben auch bestimmt gesehen, Taliban haben Menschen umgebracht, Frauen gesteinigt und alles. Und dann nach einem Krieg, wenn eine Konferenz über Afghanistan in Bonn war, ich war auch dort und wir haben Demonstrationen organisiert. Hauptpunkt war, dass diese Menschen, die in Afghanistan leben, sind schon normale Menschen. Und man muss schon das anerkennen, nicht Stämme. Aber die deutsche Regierung und alle Regierungen, die sich eingemischt haben, haben schon Afghanistan als ein Land definiert, dass es gibt Stämme und einige Männer, einige reaktionäre, frauenfeindliche Männer haben dort gebracht. Und zwei, drei Frauen, so wie Sima Samar, ich kenne alle diese Personen. Und dann haben eine Regierung gebastelt mit dieser Interpretation, dass Afghanistan hat Stämme und wir müssen Stämme helfen, dass die in Macht kommen. Also ich bin total gegen diese Position. Ich war gegen die Position von Joschka Fischer und ich war ratlos und sprachlos, wenn ich gehört habe, die, also Grünen machen mit und haben dort eine Regierung gebastelt. Von Anfang an, das war eine falsche Politik und ich denke, das muss man auch genau sehen. Aber wie sehen Sie dann den Afghanistan-Konflikt? Wer ist das Opfer? Wer ist der Täter? Also Afghanistan ist ein Land, jetzt total kompliziert. Und Opfer sind Frauen, sind Menschen, sind Homosexuelle, sind anderes Gläubige. Und die Menschen, die in Afghanistan leben, die sind so wie wir. Einige natürlich haben Sympathie für Taliban. Aber Hauptpunkt, heute auch sollte das sein, wer hat Taliban geholfen? Wer hat Mujahedin geholfen? Jetzt ist schon ein Thema weltweit, alle Leute können es schon sehen. Ich sage schon, also kurz sage ich, ich komme aus dem Iran und ich habe in einer Revolution teilgenommen gegen Pahlavi-Dynastie. Ich war 19 Jahre alt, Medizinstudentin und ich war sehr modern mit Minirock auf die Straße gegangen und habe ich Marx gelesen und habe ich auch dort gesagt, wir brauchen ein besseres Leben. Aber ich habe von BBC gehört, angeblich diese Revolution ist eine islamische Revolution und ich habe gehört, Khomeini ist Führer von meiner Revolution. Natürlich im Iran, es gab auch Organisationen, die religiös waren und link rechts alle. Aber wer hat geholfen, Islamisten im Iran Macht gewonnen? Das ist sehr wichtig. Was war in Guadeloupe los? Also wir könnten jetzt sicherlich eine Stunde oder auch zwei über den Iran diskutieren. Nein. Ich möchte nur erklären, wenn ich nochmal unterbrechen darf, ich sehe das ein klein bisschen anders. Ja, okay, das ist Sachen wichtig. Afghanistan sehen. Ich kenne auch Afghanen, die auch in Deutschland sind, die prima hier angekommen sind, bestens integriert sind. Ist alles nicht das Problem. Selbstverständlich sind das Menschen. Ja, und da sind auch eine ganze Menge dazwischen, die genauso intelligent sind und genauso aufgeklärt wie wir. Nur das Problem ist trotzdem, wenn Sie in Abrede stellen, dass es in Afghanistan etwas auch mit Stämmen zu tun hat, das können Sie auch gerne Völker nennen, es ist egal, dann muss ich dem doch deutlich widersprechen. Denn bereits jetzt sieht es so aus, dass die Taliban wiederum schwerpunktmäßig von den Paschtunen gestellt werden, mit Unterstützung aus anderen Bereichen, die Tadschiken. Und der Massoud Junior
sind bereits dabei, sich wieder zu positionieren. Das ist sehr detailliert auf Afghanistan. Ja. Dürfte ich die Frage nach außen lenken, Professor Heinzen, was bedeutet das für uns? Man könnte ja jetzt ganz zynisch sein, lass die Afghanen Afghanen sein, sie werden sich fürchterliche Dinge vielleicht antun. Was geht uns das an? Geht uns das was an, nachdem wir uns 20 Jahre lang da bemüht haben, Soldaten verloren haben, Milliarden über Milliarden reingesteckt haben? Geht uns das was an? Oder können wir sagen, Zaun drum und warten, bis Ruhe ist? Noch ein Wort zur Ursache-Wirkung. Ja, das man muss über die Zeit immer schauen, was ist vor dem Blutvergießen da, während des Blutvergießens und nach dem Blutvergießen. Was immer da ist, sind durchaus Religionen, sind auch Stämme. Also es muss ein anderer Faktor hinzukommen. Und dieser Faktor ist die Demografie. Wenn wir jetzt andere große Bürgerkriegsentwicklungen, sagen wir Algerien, anschauen, dann gibt es verschiedene Religionen, auch verschiedene Ethnien. Die gibt es vorher, die gab es beim Töten, die gab es nach dem Töten. Aber während des Tötens, in Iran sind das die 1950 geborenen Kinder, als die iranischen Frauen 7 Kinder hatten. Die sind 1970 20 Jahre alt gewesen. Und danach schwillt das auch wieder ab. Und das wird auch in Afghanistan später abschwirren. Jetzt zu uns. Wenn wir zu uns etwas sagen wollen, im Blick auf die ganze Erde und sicher gehen wollen, nicht frei zu spekulieren, rate ich immer, schaut auf einen Faktor, der heute und in 50 Jahren noch da ist. Das sind die Kinder unter 15. Ein 15-Jähriger ist in 50 Jahren 2070 65 und der gerade geboren ist erst 50. Und wenn ich die Welt einteile in 1000 Kinder, dann sind in Deutschland 6. Und in der Welt, zu der Afghanistan gehört, die keine Chance habe, dort sind 800. Und in der letzten Welt, die es uns noch interessiert, in Ostasien, mit der wir gleichzeitig konkurrieren, dort sind 150 von den 1000. Wenn ich jetzt nicht nur Deutschland nehme, sondern nehme den ganzen Westen, dann sind das ungefähr 60 Kinder, die den 800 helfen wollen, die den 800 Geld schicken wollen, die 800 zu sich nach Hause einladen wollen. Während die Ostasiaten ja nichts dergleichen tun. Das heißt, unser Problem besteht darin, dass wenn wir helfen, wir immer zu wenig helfen. Wer nicht hilft, fällt nicht auf. Aber wenn wir jetzt 45.000, 40.000 Afghanen ausgeflogen haben, heraus wollen aber mindestens 4 Millionen, die sagen, warum sind wir schlechtere? Weil die haben schon für die Deutschen gearbeitet, gut verdient, die dürfen raus. Wir haben es nicht gut gehabt. Warum nimmt ihr 40.000 und stoßt 4 Millionen zurück? Das heißt, das was Sie sagen, ist es das gibt Problem. Einen Druck, ja. Nicht nur aus Afghanistan. Sie haben in Ihrem Buch ja auch Mali, wo ebenfalls die Bundeswehr versucht, irgendwas zu unternehmen, was nicht funktioniert. Da ist die Situation ähnlich. Wir haben Somalia, wir haben den Gazastreifen, wir haben ganz viele Orte. Und Sie sagen, letztlich müssen sich die letzten Weißen verteidigen gegen diese Zuströme. Ist es das am Ende des Tages? Also was wir sehen sind, in den Anführungszeichen ist das, glaube ich, in Deutschland jetzt zu sagen, bei den Weißen ist, dass sie sich in 2 Lager schon geteilt haben. Ein Lager fährt die ostasiatische Linie. Das sind im Wesentlichen Kanada, Australien, Neuseeland, Norwegen, Schweiz, das heißt, Island. Die sagen, nein, die Grenzen völlig auf für Talente und völlig zu für Leute, die das Leistungsniveau im Land absenken können. Da würde können. Ich gerne mal... Moment. Und die zweite Gruppe, geführt von Frankreich, Deutschland, Amerika, sagt Grenze auf. Wir können jeden nehmen und in unseren Kindergärten, in unseren Schulen werden die genauso tüchtig wie unsere Leute. Und hier ist es sehr wichtig, einen zentralen Fehler zu verstehen, ein trauriger Fehler, weil alle ökonomischen Theorien haben einen gemeinsamen, wunderbaren Gedanken. Nämlich, dass wenn ich ein Kind hier und auf der anderen Seite der Erde ein Kind mit derselben Menge an Erziehungsgeld ausstatte, kommen dieselben Köpfe heraus. Und alle haben auf demselben Spielfeld dieselben Chancen. Das ist unsere Theorie bis heute in Deutschland. Kommt herein, wir erziehen euch. Und
meine Freundin in Kanada, ich kannte den Einwanderungsminister, der gut, der hat immer gesagt, ihr Deutschen seid ein wunderbares Volk, ihr diskutiert immer, woher kommt die Intelligenz, ist das angeboren, das darf man schon nicht sagen, ist es die Umwelt. Uns ist das völlig egal. Wir wollen nur, dass wenn der an der Grenze steht, dass der Intelligenz mitbringt. Woher die hat, interessiert uns nicht. Wenn er die hat, wird er die auch bei uns weitergeben. Also diese beiden Blöcke, Kompetenzfestungen hier und die offenen da, die stehen sich bereits gegenüber. Und der andere Block der Kompetenzfestung ist, der den Ostasiaten ähnelt, der lebt im Wesentlichen beim Sichern seiner Kompetenz durch Einwanderung von Chinesen. Also, und damit sind wir ja genau bei dem Problem oder bei der Fragestellung, wie sind eigentlich die Konsequenzen für uns? Ich habe vorhin auf der Fahrt hierher einen Satz von Olaf Scholz gelesen, der möchte gerne Kanzler der Bundesrepublik Deutschland werden. Und er sprach da von den bitteren Folgen des Kolonialismus. Wenn ich diese Aussage einmal zynisch beantworte, dann sind die bitteren Folgen des Kolonialismus A, die Abschaffung der Sklaverei, B, die Verbringung der modernen Medizin in Länder, die sie vorher nicht hatten, mit der Konsequenz, dass in diesen Ländern die vorher in einem Gleichgewicht befindliche, auch mit hoher Kindersterblichkeit eingeräumt, im Gleichgewicht befindliche Bevölkerungsentwicklung quasi explodiert ist, weil eben die, ich nenne sie jetzt mal natürlichen Regulative, nicht mehr da waren. Dadurch entsteht ihr Kriegsindex, Beispiel Afghanistan. Das heißt, wir als Europäer haben uns letztendlich durch diese böse Kolonialpolitik genau das Problem organisiert, vor dem wir heute stehen, indem die Kinder unserer Kolonialpolitik nun zu uns streben, weil sie bei sich zu Hause überhaupt keine Möglichkeiten haben. Und das mal offen zu diskutieren, fände ich überaus spannend. Gut, das tun wir hier. Tun wir jetzt hier, aber die Republik tut es nicht, die Gesellschaft tut es nicht. Darum frage ich Frau Ahadi, was ist denn Ihrer Meinung nach zu tun, um diesen Druck aus Afghanistan zu reduzieren? Und welche Rolle spielt tatsächlich der Islam dabei? Wenn wir über wir reden, das ist auch ein bisschen, Sie reden über wir, die drei, nicht ich. Aber ich rede über wir. Und wir sind also in Europa Menschen, also ich rede mindestens über Menschen, über Fortschritt. Sie haben auch gesprochen. Wir denken in europäischen Ländern, es gibt eine moderne Kultur und es gibt Menschenrechte, Frauenrechte und das ist sehr gut. Aber es gibt auch Regierungen und ich rede über diese Regierungen. Soweit Ihre Fragen betrifft, ich denke, für mich ist jetzt eine Tragödie in Afghanistan. Und ich stehe nicht hier als eine Europäer oder ein Mensch, die mich also distanziere, sondern als eine Frau stehe ich hier. Und ich solidarisiere mich mit allen Frauen, die in Afghanistan leben, egal ob ein Muslim ist oder nicht Muslim. Weil Taliban ist per se gegen Frauenrechte, gegen Menschenrechte, gegen Homosexuellen. Und wir müssen diese Problem sehen mit Herz, mit Blut. Und wir müssen schon irgendwie einen Ausweg finden. Natürlich, einige Menschen möchten nach Europa kommen. Die haben auch Kontakt. Ich habe in meinem Handy jetzt sehr viele Aufrufe oder auch E-Mails oder ich weiß nicht was. Das ist ein Teil, aber anderer Teil ist das, wir müssen nicht Taliban anerkennen. Europäische Regierungen sollen erklären, das ist eine barbarische, unmenschliche Terrororganisation. Aber sie werden schon sehen, Angela Merkel und andere werden schon eine besseres Flügel finden bei diesen Taliban und das wird schon anerkannt als Regierung in Afghanistan. USA hat geholfen. Jetzt ist Taliban dort und mein Punkt ist das ist keine Regierung, das ist eine mörderische Bewegung. Das muss nicht anerkannt werden und wir müssen schon auch gut, Vertrauen haben. Darf ich da eine Frage stellen? Und zwar, jetzt sind wir alle sehr klug und sagen, diese Talibans bringen Frauen um, bringen Homosexuelle um, bringen Christen um, bringen Andersgläubige um, bringen moderne Menschen um. Es fällt uns aber früh ein. Wir haben 20 Jahre lang dagegen Soldaten ins Feld geführt. Die Amerikaner haben 6.000 Soldaten verloren, Deutschland 59. Mit anderen Worten, warum haben die Afghanen es nicht getan? Die Afghanen haben gegen Taliban gekämpft. Und sehr viele haben auch ihr Leben verloren. Aber dann wäre es doch jetzt nicht innerhalb von 14 Tagen gekippt. Entschuldigung, ein Punkt ist sehr wichtig. Das muss man genau sehen.
vorher, so wie ich gesagt habe, wer hat Mujahedin geholfen? Wer hat Islamisten geholfen, die in diese Länder Macht gewonnen haben? Es gab Kaltes Krieg und dann Khomeini, ich habe Iran gesagt, sie haben gesagt, wir reden nicht über Iran, aber ich möchte noch einmal betonen, Islamisten haben im Iran Macht gewonnen, weil damals es gab ein Angst, dass Linken im Iran Macht gewinnen, und also Sowjetunion, ich weiß nicht was. Und jetzt in Afghanistan haben auch Westregierungen, Taliban und Islamisten geholfen. Und dieses Dilemma jetzt ist da. Und genau deswegen spielen sie nicht unschuldige Organisationen oder Regierungen. Nein, Westregierungen haben Schuld gehabt dort, haben schon seit diesen 20 Jahren haben mit Stämmen gearbeitet. Und wir haben immer wieder gesagt, mit säkulare Organisationen, bitte arbeiten Sie. Das ist doch Traumtänzerei, liebe Frau. Das ist doch Traumtänzerei, in einer Gesellschaft wie der afghanischen davon auszugehen, dass sie dort eine Kultur, die in Jahrtausenden entstanden ist, mit irgendwelchen Institutionen, die sich um Frauenrechte bemühen oder die vielleicht auch mal eine Schule im westlichen Sinne bauen, diese Gesellschaft umformen. Wenn das funktioniert hätte, hatten wir 20 Jahre Zeit, das zu tun. Es hat nicht funktioniert. Ja, weil wir überhaupt nicht in der Lage waren, in die Strukturen hineinzukommen. Wir haben etwas aufgesetzt. Wir haben unsere koloniale Idee aus dem Westen aufgesetzt. Glauben Sie, die Menschen, die in Afghanistan leben, sind andere Menschen? Ja, es sind andere Menschen. Wie? Wie andere Menschen? Weil sie eine ganz andere Kulturauffassung haben als wir. Ist das Steinigung zum Beispiel eine Kultur? Ist das Frauenrechtsverletzung eine Kultur? Für alle Menschen, die dort leben? Na, für diejenigen, die offensichtlich mit dem System dort aufgewachsen sind und das gut finden. Entschuldigung, wenn Ihre Frauen in Afghanistan so emanzipiert sind, wie sie tun, warum machen sie keinen Aufstand und schmeißen die Taliban vor die Tür? Sie machen das. Sie machen das. Es gab Demonstrationen in Kabul. Eine Frage noch, Frau Ahadi, bevor Professor Heinzel noch mal einsteigt. Die Frage ist doch schon, warum hat sich die Bevölkerung da zu wenig gewehrt oder konnte sie es nicht? Und die nächste Frage ist, Sie haben kritisiert, dass wir schon dabei sind, mit den Taliban so ein bisschen anzubändeln. Das erinnert mich an Claudia Roth, die grinsend und mit Schleier bei der Mörderbande in Teheran aufgeschlagen ist. Wir wissen, dass ab 1926 die Taliban-Regierung die Frauenrechtskommission der UNO wesentlich mit Sitz und Stimme beeinflussen werden kann. Erleben wir hier ein Ausgreifen des Steinzeit-Islam auf die ganze Welt über solche Kontakte, Rot, Bundesregierung, UNO? Also Islam auf meine Sicht ist schon frauenfeindlich und ich sehe gar keine bessere Islam. Und soweit diese Bewegung betrifft, wir reden jetzt nicht nur über Islam, sondern eine politische Movement, politische Bewegung. Und diese Bewegung ist mörderisch und barbarisch, von ISIS bis Taliban bis islamische Regime Iran, bis diejenigen, die in Deutschland oder europäischen Ländern als Zentralrat der Muslime arbeiten. Also wir machen uns eine Illusion, wenn wir glauben, Islam sei friedlich. Ja, natürlich. Auf andere Seite, Entschuldigung, ich muss auch sehr kurz erklären, zum Beispiel über Deutschland. In Deutschland, wir sind schon 4 Millionen oder 5 Millionen Menschen aus sogenannten islamischen Ländern. Vielleicht können Sie jetzt genau verstehen, was ich sage. Diese 4-5 Millionen Menschen, die aus Türkei, aus dem Iran, aus Jemen, aus Afghanistan so gekommen sind, mein Punkt ist, als Vorsitzende Zentralrat der Ex-Muslime, die sind Menschen in erster Linie, nicht Moslems. Und man kann mit diesen Menschen zusammenarbeiten und man darf nicht islamische Verbände als Vertretung von diesen Menschen anerkennen, und das ist falsche Politik. Aber genau diese Verbände sind es doch, mit denen kommuniziert wird. Wenn ich mir Herrn Masbeck angucke. Ja, natürlich ist es falsch. Das predigen wir seit Jahrzehnten. Aber es ändert doch nichts daran, dass diese Leute ihre Bevölkerungsgruppen vertreten. Aber es gibt doch diese Umfragen unter Türken. Darf ich da ganz kurz, ich da noch der Frau Hadi beispringen? Das heißt also, Sie sagen, wir wählen aus den Gruppen der Migranten die falschen Repräsentanten aus, nämlich die muslimischen Gruppen. Ja, und dann Gruppen, helfen wir auch Islamisten. Obwohl die Mehrheit der sogenannten islamischen Zume damit nichts zu tun haben. Genau. Wir haben zwei verschiedene Positionen. Genau, rede ich über Deutschland, dann können wir schon genau sehen, über was rede ich.
die Menschen, die in Deutschland sind, erstens, sehr viele Frauen sind geflüchtet, weil sie möchten normal leben. Natürlich, die haben auch zu Hause Probleme. Aber wenn man Kopftuch hier etabliert in Schulen oder auch mit islamischen Verbänden zusammenarbeitet und Angela Merkel mit Masek auf die Straße geht, wenn ein Terror von Islamisten in Frankreich war, dann gibt Aufmerksamkeit, Geld und Möglichkeit. Und in Mosel werden schon sehr viele Männer radikalisiert. Was ich sage jetzt, ist, dass sehr viele Menschen sind sehr normal und möchten überhaupt nicht mit Islamisten oder mit Mosel zu tun haben. Ich kenne diese Menschen. Und genauso, sie müssen diese Brille... ich kenne auch diese Menschen. Ja, okay. Ja, ich kenne eine Menge Türken, ich kenne eine Menge andere Menschen, die aus diesem Kulturkreis gekommen sind. Wie gesagt, da sind völlig vernünftige Leute drunter, und die einen Job machen. Ja, okay. Ja, aber es ist bei weitem nicht die Mehrheit. Gut. Und das muss man, und das ist Ihre intellektuelle Brille. Die habe ich schon bei Integrationspolitikern zum Beispiel bei der CDU kritisiert, auch mit denen durchdiskutiert. Sie bewegen sich ausschließlich in diesen Kreisen der Intellektuellen, der Guten, die breite Masse. Nicht nur in Pakistan oder die was weiß ich, sondern Masse auch hier. Die breite Masse sind auch Menschen. Sie gar man möchte hier Freiheit haben. Nein, das möchten Sie nicht. Sie möchten was anderes. Ich will ja immer Frieden haben. Entschuldigung. Ich will ja immer Frieden haben. Bleiben wir doch noch ein bisschen beim Westen, auf den viel gehofft wird. Gehen wir wieder auf unsere 1000 Kinder auf der Welt. 1000 Krieger, können wir auch sagen. Von 1000 Kriegern sind 800 in Ländern wie Afghanistan, 60 bei uns, die Hälfte in Amerika, drei Viertel nicht wehrfähig. 30 Jungen hier, 800 dort. Jeden Jungen, den wir hier in Lebensgefahr schicken und der stirbt, ist der einzige Sohn oder das einzige Kind seiner Familie. Wenn er stirbt, löscht die Familie im Mannesstamm aus. Wir leiden, wenn junge Afghanen sich gegenseitig abschlachten. Wir leiden, wenn sie ihren Schwestern die Burka über den Kopf ziehen. Aber sind wir imstande, unseren letzten Jungen in Todesgefahr zu schicken, um dort 10 Jünglinge vom Kämpfen und vom Burka-Überziehen abzuhalten? Also Sie zeichnen hier ein schreckliches Weltbild, muss man sagen. Sie zeichnen ein Bild, in der wenige Weiße in ihrer Wagenburg sich befinden und von außen kommt die schwarze Flut. Wenn es denn eine Wagenburg schwarze Flut. Gut, aber so ist ja das Bild. Also Sie sagen gewissermaßen, Europa und Amerika, Nordamerika, die westliche Welt, wenn wir sie so nennen, wird überrannt aus Afrika, aus Afghanistan und ähnlichen Ländern. Auf ähnliche Weise, wie sie das gemacht hat, die 6 bis 8 Kinder, die man in Afghanistan hat, die hatte Europa zwischen 1500 und 1900 auch. Und es hat mit diesen Söhnen sich 90% der Erde unterworfen. Und diese Söhne waren fromm bis auf die Knochen, weil der normale junge Mann ist ein liebes Kerlchen. Und er wird zu Hause erzogen, du sollst nicht töten, du sollst nett sein. Aber wenn er eine Position erkämpfen muss, dann wird er töten müssen und er kann das Töten nur aushalten, wenn er es sehr überhöht. Das heißt, wenn die Gottheit angeblich es selber fordert. Deshalb sollten wir unsere Fähigkeit heute zwischen Muslimen und Islamisten zu unterscheiden, auch auf unsere Welt übertragen. Das waren damals keine Christen, das waren Christianisten. Und genau. Der Christianismus wie der Islamismus, der hat Konjunktur bei jungen Männern, für die es Positionen nicht gibt, für die es nur 2 Optionen gibt, die interessant sind, beide. Die Beute des Sieges oder die Ehre des Heldentodes. Moment, Sie haben ja, sagen ja, wenn ich das verkürzen darf, auf meine einfache Art, Europa hat mit seinem Bevölkerungsüberschuss vor Hunderten von Jahren die Welt erobert. Richtig. Und jetzt erobert die Welt dummerweise dieses blöde Europa. Ja, mit einem Unterschied, die damalige Welt außer dem Osmanischen Reich und wiederum den Ostasiaten, China und Japan, das damalige globale System hat Steinzeitwaffen. Wir kommen mit Feuerwaffen und Panzern. Heute ist die Waffendifferenz sehr stark verringert.
Das heißt, auch Taliban-Kämpfer haben jetzt natürlich die allermodernsten Waffen auch in die Hand bekommen. Das heißt, wenn man den Weg der Japaner, der Chinesen, der Koreaner, die niemanden hereinlassen, nicht gehen will, und wir wollen den ja nicht gehen, wir wollen nicht werden wie Kanada, wir wollen nicht werden wie Australien, wir wollen nicht werden wie Neuseeland, wir wollen nicht werden wie Island, sondern wir wollen bleiben, wie wir sind, dann trifft das zu, dass die jungen Menschen, die hereinkommen und die wir retten und denen wir Geld geben, damit sie menschenwürdig leben können, die werden hier unsere Hightech-Technologie nicht halten können. Aber ein Volk kann diesen Weg ja wählen und gehen. Frankreich und Deutschland und Amerika geht diesen Weg. Aber da vier Anglo-Länder den Weg schon nicht mehr gehen, England geht ihn ja auch nicht mehr mit, gibt es einen Druck auf Länder wie Deutschland oder Amerika, weil denen die besten Köpfe weglaufen? Wer eine starke Festung baut, gewinnt die Starken aus anderen Ländern zur Verteidigung dieser Festung, weil sie sagen, da kann ich überleben. Das heißt, USA, ich glaube, da ist dieser Konflikt noch nicht entschieden. Da ist überhaupt nicht entschieden, aber wir wissen auch bereits heute, dass am Anfang der chinesischen Studentenschaft in Amerika gingen 85% der Chinesen nicht nach Hause, die blieben in Amerika. Heute gehen 85% der Chinesen wieder nach Hause, weil sie das Grundkalkül des Auswanderers beherrschen. Das Grundkalkül des Auswanderers aus Deutschland, aus Amerika, besteht ja darin, dass ich mich frage als Könner, kann ich mein Land noch drehen, auch wenn ich hier bleibe? Und wenn das Ergebnis ist, selbst wenn ich hier bleibe, kann ich es nicht drehen, dann muss ich laufen. Das ist doch eine grausame Welt, die hier beschrieben wird. Ja. Und was halten Sie dem entgegen? Sie verlangen ja eigentlich, dass wir Verständnis für Afghanistan haben, weiter Hilfe leisten und den Taliban abwehrend gegenüberstehen, während unsere Regierung unter der Decke schon kuschelt. Ja, ich denke, also wir leben in einer globalen Welt und alles hat miteinander zu tun. Und ich verstehe überhaupt nicht diese Position, wenn man sagt, wir möchten unsere Freiheit, unser Leben und so. Und das muss schon also abgegrenzt werden. Und das ist nicht möglich, weil so wie ich gesagt habe, Entschuldigung, darf ich weiterreden? So wie ich gesagt habe, spielen auch Regierungen Rolle. Ich sage noch einmal ein Beispiel. Sie haben vorher auch gefragt, zum Beispiel über Claudia Roth. Mhm. Ich möchte noch einmal zeigen, zum Beispiel im Iran, Menschen leben dort, mehrere sind auch geflüchtet, aber sie kämpfen. Ich hoffe, Sie haben auch gehört von Frauen, die im Iran kämpfen und schon seit 42 Jahren Tausende sind Opfer geworden und auch mehr als 30.000 Menschen hat das islamische Regime am Anfang umgebracht. Genau, haben Sie gehört, mein Mann auch. Wir waren gegen dieses islamische Regime von Anfang an. Das heißt, dort Menschen kämpfen gegen ein barbarisches Regime. Und mein Punkt ist, dass wenn Claudia Roth mit Kopftuch zum Beispiel nach Iran fliegt oder auch alle, wie die heißen, das heißt, Organisationen oder Parteien, die angeblich Menschenrecht verteidigen, die sind mit Islamisten irgendwie zusammen. Und auf anderer Seite, wir haben Organisationen, so wie AfD zum Beispiel, das total gegen Ausländer und gegen Menschen sind. Auch Unsinn. Ja, das ist meine Position. Und dann, wir haben dieses Dilemma, also die Leute, die links sind oder Grünen, also arbeiten mit islamischen Verbänden oder... Ja, richtig. Ja. Und weil, Sie die Rechte der Frauen unterdrücken. Aber eigentlich müssten Sie mit denen doch auch arbeiten. Sie wollen die Welt retten. Sie glauben, dass das funktioniert. Ich glaube es nicht. Und ich glaube es deshalb nicht, weil ich als Historiker mir die Geschichte angeguckt habe und festgestellt habe, dass die Geschichte der Menschheit ein ständiger Kampf zwischen Hochkultur oder nennen Sie es Zivilisation und Barbarei ist. Sie können jetzt die Barbarei unterschiedlich definieren. Für mich ist das, was ich im Islam erlebe, Barbarei. Aber ja, und ich differenziere auch nicht zwischen Islamisten und Moslems, wobei ich gerne einräume, dass es auch Moslems gibt, die sich von ihrem Koran schon ein ganzes Stück weit entfernt haben. An der Stelle möchte ich Sie fragen, glauben Sie nicht, dass Sie Verbündete eigentlich haben in Frau Ahadi? Glauben Sie nicht, dass es im Iran oder auch im Afghanistan Menschen gibt, die doch auch unser Wertesystem, dass wir eigentlich
Herrn Heinsohns düstere Welt auflösen könnten, ein Stück weit, indem wir mit vernünftigen, fortschrittlichen Menschen im Iran, in Afghanistan Bündnisse schließen, auch mit denen in Deutschland Bündnisse schließen und eben nicht mit den Vertretern des barbarischen Islams. Ist da Ihnen keine Brücke? Das glaube ich nicht, nur das weiß ich. Nur weiß ich auch oder glaube ich zu wissen, dass das verschwindende Minderheiten sind. Ich weiß das im Iran. Die Jugend danach lächzt, endlich diese Garde der Klerikaldiktaturen loszuwerden. Ja, aber das müssen Sie selber tun. Ich kann es von hier aus nicht schaffen. Ich kann Sie unterstützen. Ja, wenn Sie in der Lage sind, im Iran Ihre Vorstellung da durchzusetzen. Nein, jetzt bin ich dran. Jetzt bin ich dran. Ja. Wenn Sie dazu in der Lage sind, kann ich Sie gerne unterstützen. Was ich aber nicht machen kann, was wir in Afghanistan versucht haben, dass ich hingehe und sage, jetzt bin ich da und jetzt mache ich hier einen Gender-Lehrstuhl und hier mache ich eine Frauenschule. Nee, weiß ich. Ist auch völliger geil. Ist auch völliger Schwachsinn. Ich glaube, Sie sind näher beieinander, als Sie denken. Ja, nein, wir sind nicht weit auseinander. Das ist völlig richtig. Ja, versuchen wir mal eine Brücke zu finden. Also, Frau Hadi, glaube ich, möchte nicht, dass die Bundeswehr in Teheran einmarschiert. Sie möchte aber auch nicht, dass die Bundesregierung oder so Figuren wie Claudia Roth Islamisten unterstützt mit unserem Geld. Richtig. Sie möchten, dass die zivile Revolution oder die vernünftigen Menschen, die Frauen, die keinen Schleier tragen, die Frauen, die nicht gesteinigt werden wollen, die Menschen, die nicht Homosexuelle von Brücken oder Hochhäusern stoßen, Sie möchten, dass die Vernunft, die westliche Vernunft unterstützt wird. Ja, ich denke, sehr kurz sage ich, Steinigung im Iran war schon ein Gesetz und haben mehrere Frauen gesteinigt. Ich war gegen und ich war in Europa und habe ich versucht, gegen Steinigung etwas machen. Ich war bei allen Regierungen und habe ich kalte Augen gesehen von Politiker und Politikerinnen, die haben gesagt, Frau Ahadi, wir können gar nichts machen, das ist Ihre Kultur. Dann habe ich einen Aufruf gegeben, 2010, Sie können schon im Internet gucken, gegen Steinigung von Sakine Mohammadi Ashtiani. Millionen Menschen haben das mitgemacht und dann Europäische Parlament hat mich eingeladen, 25-köpfige Frauen und Männer haben gesagt, okay, Frau Ahadi, jetzt wir fahren nach Iran und machen wir einen Schluss mit Steinigung. Wir haben schon eine Resolution verabschiedet und das islamische Regime hat nicht gesteinigt. Das möchte ich. Also es die deutsche Regierung kann schon dieses Regime nicht anerkennen. Also nicht das Soldaten, möchte ich. Also gut. Letztendlich funktioniert doch nur ökonomischer Druck. Gut. Vielleicht das Düstere möchte ich etwas aufhellen. Ich habe 10 Jahre in Kanada gelebt. Am Ontariosee, da leben fast 200 Ethnien in Toronto, ja, in der 8-Millionen-Metropole. Das heißt, die westlichen Länder, die den ostasiatischen Weg gehen, also Kompetenzfestung werden, ostasiatischen Länder, die sind sehr homogen, das ist richtig. Die meisten Einwanderer nach Japan und Südkorea sind Chinesen, nach Singapur auch. Aber in Länder wie Australien, Kanada, wandert praktisch die gesamte Palette der Weltbevölkerung ein, wenn sie etwas kann. Das ist allerdings die Bedingung. Das heißt, eintönig oder gar weiß ist das ja gar nicht. Also auch die Kanadier sind im alten System ja nur noch zur Hälfte weiß. Das ist, glaube ich, nicht die Perspektive. Deshalb heißt es ja Kompetenzfestung und nicht irgendwie die Festung irgendeiner Ethnie. Es ist eine Zivilisationsfestung, die Zivilisation in ihrer juristischen Seite verteidigt und klug genug ist, sie auch in ihrer technischen Seite verteidigen zu können. Wer das nicht zusammen kann, der muss nicht untergehen. Das ist ja völliger Unsinn. Die Nationen, auch wenn sie sich gegenseitig 500 Jahre in Kriegen befinden, gehen ja nicht unter. Hat ja Europa auch gemacht und ist nicht untergegangen. Nur wenn sie Inseln der Zivilisation erhalten wollen, dann müssen die beides können. Sie müssen Kompetenz haben und sie müssen eine Eigentums- und Freiheitsstruktur im Recht haben. Diese beiden Dinge müssen zusammenkommen. Wer da mitmacht, ist jeder, der das kann und will. Und das kann nicht viel. Es gibt genug Möglichkeit, es gibt genug Menschen, die möchten so etwas. Ich möchte auch eine zivile Gesellschaft. Ich möchte auch hier in Deutschland, wenn eine
Afghane, egal, oder ein Iraner seine Frau zu Hause schlägt, klipp und klar versteht, hier ist Deutschland, du darfst so etwas nicht machen. Also ich denke, wir müssen schon fortschrittliche Kultur verteidigen. Das ist meine Position. Und ich gehe in verschiedene Flüchtlingsheime, ich rede auf Persisch oder also ich sage, Homosexuelle sind auch Menschen, du darfst nicht eingreifen. Also wir machen diese Kampagne und ich möchte von deutscher Regierung so etwas, diese Position. Nicht, die sind anderes und sie haben andere Kultur und sie können schon auch eigene Frau töten. Das ist nicht gut. Von Kolonialismus. Wenn wir nach Afghanistan gehen. Nein. Das ist meine Kolonialismus. Wir müssen ja nicht zu Fuß da. Doch, Frau Hamari möchte ja gerne, dass das quasi eine Weltkultur wird. Sie sprach von hier. Sie sprach von hier. In Deutschland. Position. Ich bin auch gegen Schulz, was gesagt hat. Also das ist kein Kolonialismus, sondern das ist Menschenrechte, Frauenrechte und das sollte für alle Menschen gelten. Wieso? Ja, das kann für alle Menschen gelten. Nein, aber ich glaube, Sie haben eins. Sie müssen von einem Punkt herunter. Wir sprachen gerade von Deutschland. Niemand Frau Hamari, die spricht nicht von Deutschland, die spricht von der Welt. Von Deutschland gerade habe ich gesprochen. Sie hat gerade von Deutschland. Also sind Sie dann dabei? In Deutschland müssen wir das durchsetzen. Ja gut, da brauchen wir uns nicht drüber zu streiten. In Deutschland gibt es keine unterschiedlichen Kulturen, sondern nur eine, diese. Ja. Und Scharia sollte nicht anerkannt werden. Das ist meine Position in Deutschland. Ja. Also das bedeutet auch, dass zum Beispiel dem Zentralrat der Muslime sofort seine Anerkennung entzogen werden muss und er keine staatliche Unterstützung mehr bekommt. So wie eine normale Organisation, also nicht eine Vertretung von Millionen Menschen. Das muss schon. Ja, das, was da in Köln abgeht und anderswo, ist in der Tat erschreckend. Und was das, habe ich nicht verstanden? Ich sage das, was mit DITIB in Köln abgeht. Also DITIB, die staatliche türkische Religion. Ja, das ist ja die, DITIB ist die deutsche Filiale. Wenn wir über Deutschland reden, dann Sie können besser verstehen, was ist meine Position. Also Deutschland ist das ja auch alles gut, nur wie gesagt, die Frage war eben doch. Das ist schon ein Bild, kann man auch in Afghanistan oder Iran auch sehen. Wenn wir über Iran reden, dann Sie können es sehr gut verstehen, Millionen waren auf die Straße, nicht nur einmal, zwei, dreimal, 1500 hat umgebracht. Und ich möchte von deutscher Regierung nicht diese Raisi, diese Mörder anerkannt als Präsident von Iran. Das ist meine Position. Ja. Nur wie gesagt, ich sage es nochmal. Ja, darum habe ich ja so ein bisschen versucht, die offensichtlich sind aber ja diese Demonstranten, denen selbstverständlich meine Sympathie gehört, alles andere wäre absurd, aber sie sind ja offensichtlich nicht in der Lage, den Missstand bei sich zu Hause zu lösen. Leider. Ja? Wo? Ja, im Iran. Wieso nicht? Also wieso? Ich habe da immer noch den Eindruck, dass die Mullahs das Sagen haben. Oder habe ich da irgendwas nicht mitbekommen? Ja, Mollahs, die Proteste haben noch nichts gebracht. Ja, ganz im Gegenteil, sie haben viele Tote gemacht. Ja, ja, aber das ist schon ein Protest gegen das islamische Regime. Und dieses Regime ist barbarisch, hat sehr viel Geld, sehr viel Möglichkeit und sehr viele Waffen und mördet Menschen. Also, ist das unsere Schuld? Jetzt einen Punkt würde ich gerne bei der Frage nochmal ansprechen. Ja. Weil da geht es auch um Afghanistan. Wir würden doch ein Regime wie im Iran nur dadurch kleinkriegen, dass wir ihnen die ökonomische Basis entziehen. Dass es quasi seine Leute nicht mehr ernährt und die breite Masse auf die Straße geht. Und wir werden jetzt in Afghanistan genau das Gegenteil tun, denn wir werden das Geld dahin schicken und damit die Taliban stärken. Das ist aber nicht Ihre Position. Das ist nicht meine Position. Nee, genau deswegen genau deswegen sage ich, Taliban nicht anerkennen also als eine Regierung. Das ist eine barbarische, mörderische, terroristische Organisation. Und zum Beispiel die sogenannte Entwicklungshilfe dann auch streichen. Ihr habt einen großen Widerspruch, den müssen wir jetzt nicht auflösen, weil Sie, glaube ich, an der Stelle näher beieinander sind, als Sie es glauben. Aber lassen Sie uns die letzte Frage diskutieren, Herr Spahn. Bleibt Afghanistan jetzt isoliert? Ein Land, das schreckliche Dinge macht, aber letztlich innerhalb seiner Täler die Menschen abschlachtet? Oder wird dieses mörderische Regime expandieren bis Berlin? Also ich würde mal tippen wollen, dass in absehbarer Zeit in Pakistan die Moscheen anfangen zu brennen, weil letztendlich die Verknüpfungen sowieso sehr eng sind. In den ehemaligen Sowjetrepubliken, Tadschikistan, Usbekistan, die da angrenzen, weiß man jetzt schon, dass man quasi versucht, eine Mauer aufzubauen, um niemanden mehr reinzulassen, weil man nämlich ahnt, dass dieser radikal-islamische Funken dann auch überspringt ins eigene Land. Das heißt, das wird kein Ende haben. Und da Herr Heinsohn völlig zu Recht darauf hinweist, dass dort unendlich viele junge Männer sind, die eigentlich nichts Vernünftiges zu tun haben, ist auch die Frage, exportieren die sich beispielsweise nach Myanmar, um dort die Muslime zu unterstützen, die versuchen, die Westprovinzen abzutrennen und zum Kalifat zu machen. Gehen die in die Philippinen, versuchen sie dort, ihren Islam durchzusetzen. Das heißt, dieses Potenzial, selbst wenn
Afghanistan als Land keine Terrorgruppen mehr beherbergt, wie das seinerzeit mit Al-Qaida gewesen ist, sind genug Menschen da, die in dem Land überhaupt nicht gebraucht werden können, die nichts anfangen können da. Die können entweder sich gegenseitig erschießen, in der Hoffnung, dass dann irgendeiner übrig bleibt, der einen guten Job hat, oder sie wandern aus. Und entweder sie versuchen es friedlich zu uns, wenn es klappt, Glückwunsch, und sie hier friedlich sind, auch okay. Aber das Gros wird ganz andere Wege gehen und die werden uns alle nicht gefallen. Nun hat es ja schon weltpolitische Bedeutung. Die chinesischen Staatsmedien haben schon erklärt, dass es jetzt wohl um Taiwan geschehen ist, diese kleine Insel mit 25 Millionen Einwohnern vor der Küste Chinas. Denn der Westen habe versagt und Amerika werde auch Taiwan nicht verteidigen. Und es ist klar, dass sich 25 Millionen Taiwanesen nur schwer gegen 1,6 Milliarden werden wehren können. Herr Heinzen, ist es also das Ende der westlichen Freiheit für viel mehr Länder, an die wir gar nicht denken, wie Taiwan? Hongkong ist bereits gefallen, hat der Westen verloren, hat Joe Biden dem Westen eine symbolische Niederlage beigebracht, die viel schwerer gewiegt als ein paar zurückgezogene Regimenter. Ich würde sagen, im Gegenteil, wieder optimistisch. Ich bin ja der Optimist am Tisch. Wie Sie das hier schaffen, ist wirklich ein Wunder. Ich bin auch Optimist. Der weiße Mann ist fast ein halbes Jahrtausend um den Globus gerast und hat erobert, hat auch Zivilisation gebracht. Ich glaube, dass die islamische Welt im Wesentlichen 2050, 60 damit durch ist, mit den Kriegen untereinander und auch mit Kriegen, die andere beeinträchtigen. Ich glaube, dass Subsahara-Afrika länger braucht. Da sehe ich bis 2100 noch große Tötungen auf uns zukommen. Aber dieses europäische halbe Jahrtausend, das reißt der Islam mit 150 Jahren ab. Aber ist der Islam überhaupt in der Lage? Denn Wirtschaft, Wissenschaft, da läuft ja nichts. Ich meine, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass es eine Krise sein wird für die Taliban. Sie werden bloß mit westlicher Hilfe leben können. Die können, Iran ist eine Ausnahme. Unsere Iraner hier im Land gehen überhaupt zu 80% nicht in die Moschee. Das ist eine besondere Situation. Iran ist der einzige, Land, würde ich mal sagen, zwischen Israel und Japan, jetzt südlich von Russland, dass die Kompetenz für eine Hightech-Wirtschaft hat. Das Problem wird nicht Iran sein. Das Problem werden die Länder mit 800 von 1000 Kindern sein, die in dieser Wirtschaft nicht mit konkurrieren können. Also und die werden weiter unruhig sein, verständlicherweise. Ich hoffe, im Iran, wir werden das islamische Regime abschaffen. Und ich bin der Meinung, das wird schon alles ändern in Nahost. Iran hat das islamische Regime, Iran hat jetzt im Irak, in Jemen, in Palästina, ich weiß nicht was. Also alles, was Menschen dort, also sehr viel Geld hat investiert, von terroristischen Organisationen, sowie Hezbollah, Hamas und alles. Und auch jetzt ist sehr, sehr glücklich. Also im Iran ist schon viel los, weil Taliban haben Macht. Man hat doch auch dem Inquisitionsspanien keine Demokratie zugetraut. Die waren ja nun auch nicht von schlechten Eltern beim Verfolgen von religiösen Gegnern. Also das ist nicht meine Hauptsorge. Ja? Christianisten, Islamisten, die brauchen eine demografische Basis. Wenn die wegfällt, dann zählt nur Eigentumsstruktur und Kompetenz. Und wer Eigentumsstruktur und Kompetenz hat, bleibt im Rennen. Wer nur eines davon hat, nicht. Es ist ja auch keine unbekannte Größe, dass kein Regime ewig ist. Ja, und wenn es sich noch so ewig ergeht. Genau, richtig. Ja, und insofern ist ewig. Genau, insofern wird auch im Iran irgendwann irgendetwas passieren. Ja, hoffentlich, passieren. Ja. Die Frage ist nur, wie und mit wie viel Blut. Genau, ja, das ist unsere Frage. Ich bin, Entschuldigung, schon seit 42 Jahren irgendwie weg und ich habe meine Eltern und meine Familie schon seit 40 Jahren nicht gesehen. Nur das ist eine Tragödie, wirklich. 4 Stunden Fahrt, aber das ist nicht möglich und mehrere sind wir. Aber nur kurz ein Punkt. Sehr viele aus Afghanistan leben im Iran
Und sehr viele Frauen, die im Iran geboren sind oder erwachsen sind, sind auch sehr aktiv. Also ich meine, wir haben jetzt morgen eine Online-Konferenz mit sehr vielen Aktivistinnen aus Afghanistan, nachher auch auf Deutsch mit Internationaler Gesellschaft für Menschenrechte haben wir eine Konferenz und Sie können diese Menschen kennenlernen, die Frauen, die sehr aktiv sind und haben auch sehr viel gearbeitet in Afghanistan, meine ich. Aber eine Frage, Frau Ahadi, bleibt schon. Sie haben beklagt, dass es ein Regime ist, das gegen Frauen, gegen Minderheiten, gegen Homosexuelle, gegen Christen geht in Afghanistan. Was können wir tun? Sie sagen keine Anerkennung, aber keine Anerkennung, keine Zusammenarbeit, keine Hunderte von Millionen für Afghanistan. Angela Merkel schüttet gerade 600 Millionen aus. Das bedeutet, was können wir dann tun? Zuschauen, wie die Frauen verschwinden hinter schwarzen Schleiern oder in den Häusern eingesperrt werden wie die Hühner? Also das ist ein bisschen auch problematisch, aber trotz alles, ich denke, man darf nicht Taliban anerkennen und man muss Vertrauen haben von verschiedenen Kräften, Organisationen, Zivilgesellschaft. Man muss eine Zivilgesellschaft verteidigen, egal in wenn Afghanistan. In Afghanistan. Also die Zivilgesellschaft oder die Zivilgesellschaft? Zivilgesellschaft. Also die Verbände. Die Verbände, die Organisationen, die Säkularen, die dort leben. Es gibt sehr viele Kapazität in Afghanistan. Mag sein, das ist schwierig, aber trotz alles, mein Punkt ist das. Wir können nicht Millionen Menschen können nicht flüchten und irgendwo anderes gehen. Aber wie soll das denn funktionieren in Afghanistan? Wenn die Taliban, solange sie sich noch nicht untereinander zerstritten haben, nun die Macht in der Hand haben, wie wollen Sie denn da mit NGOs überhaupt irgendetwas bewegen? Richtig, ich sage, die Regierungen sollen nicht Taliban anerkennen und wenn Sie fragen mich, also Taliban muss weg irgendwie und dann kann man eine... Das hat 20 Jahre lang. Ich glaube, wir kommen zum Ende unserer Diskussion. Frau Ahadi warnt vor den Folgen in Afghanistan durch die Taliban, will nicht, dass wir aus Deutschland die Taliban anerkennen. Thomas Spahn warnt davor, dass es zu einem Revolutionsexport kommt. Und Gunnar Heinsen plädiert dafür, dass wir in Europa und in Amerika Kompetenzfestungen schaffen, Kompetenzfestungen, denen wir kluge Köpfe holen, mit westlichem Gedankengut, mit Bereitschaft zur Leistung und Wissenschaft, um so dem Druck der Bevölkerung aus diesen konfliktreichen Ländern zu widerstehen. Ich danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen und schauen Sie nächste Woche wieder herein. Wir werden wieder versuchen, es kontrovers und widersprüchlich zu machen. Vielen Dank.